Hallo, hallo, hier ist euer Stativonei. So, Küchenkontrolle. Ups. Erstmal alle Eierschalen raus. Und ich habe hier eine ganz fantastische Hilfe. Unser Oschi. Und die wartet das erste Mal und hilft jetzt dem Küken. Na, ganz vorsichtig. Suchet, wo ist der Schnabel? Da ist er. Ja, mit dem Schnabel nach oben. Hat das Ei dort aber noch nicht eingezogen. Der gefällt mir nicht. Na, dann mal sehen, was da rauskommt. Ah, ein... Hier, noch einer. Nackthals. Na, da wird sich aber einer freuen. Nackthalshühner. Die sind eigentlich ganz nackelig am Hals. Stimmt, jetzt sind die für Aja. Das ist der Nackthals, der da rauskommt. Noch lassen. Den auch? Ja, das ist noch unnötig. Das schaffen die alleine. Und die schaffen das alles alleine. Und dem könnten wir eigentlich an der Seite ein bisschen helfen, oder? Eben? Ja. Kann ich lieber machen. Weil wie gesagt, das ist der Nackthals, der da vorkommt. Nimm mal. Genau, der ist mich hier schon angetrocknet. So, ganz vorsichtig. Der hat das eine mit verkehrt aufgemacht. Normalerweise müsste mit dem Schnabel als erstes kommen. Schüttelkeks. Und. Da ist der Schnabel, da hätte er kommen müssen. Oh, da wird hier mal Schell freuen. Ja, du bist der komisch verklemmt in dem Ei. So. Da ist er. So, machen wir den Kleber hier ohne ab. Ja, dann beweg dich. Ja, perfekt aus. Peter, so sieht es aus. Ganz relaxed auf dem Rücken. Urlaub, chillen. Okay, ganz relaxed, wa? Hi, da bin ich. So. Ja, dann kommst du nach unten. So, dann haben wir die schicke Häufen. Siehst du, Eier schon weg. Schöner Nacktes. Hat er einen Schreck gekriegt? Nee, ich bin Profi, ich krieg das hin. So, dann kommt er da rein, fällt er durch und trocknet. Das war's. Und dann kommt er wieder weg. Bis zum nächsten Mal.